Moin Moin Leute, mein Name ist Refaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal Refasers Free to Play Ecke. Heute dreht sich, wie schon im Titel gesagt, um Destiny, den First-Person-MMORPG-Shooter von Bungie. Und in der vergangenen Woche, fast zwei Wochen, gab es einige Gerüchte. Die habe ich nicht mit in den News aufgenommen, aber ich dachte mir, ich mache mal ein getrenntes Video darum, denn es ging darum, dass es Gerüchte gab, dass Destiny Free-to-Play werden soll. Viele von euch werden sich denken, okay, Destiny PS4, mittlerweile auf der Xbox auch raus oder ist gerade dabei. Ja, Free-to-Play, warum sollten sie es machen? Nun, es hat einige Hintergründe. Also warum kam dieses Gerücht überhaupt erst auf? Es ging darum, dass einige Leute gemerkt haben, dass im PSN und im Xbox Store Destiny auf einmal zurückgezogen wurde als käuflich erwerbliches Spiel. Heißt ganz normal, man konnte es nicht mehr kaufen. Und daraufhin ist es in der Xbox, also im Xbox Store als Gratis-Version aufgetaucht. Viele haben daraus natürlich irgendwie interpretiert, okay, also es ist soweit, Destiny wird Free-to-Play, was an sich auch keine dumme Idee wäre, weil darauf komme ich aber ein bisschen später im Video, aber nein, dem ist so nicht. Also Bungie hat definitiv gesagt, hört mal zu Leute, wir haben das gemacht, damit die Leute auf der Xbox One und eventuell sogar auf der PlayStation das Spiel antesten können. Das heißt, es handelt sich dabei um eine 100%ige Demo-Version. Man kann ein bisschen was von dem Spiel sich anschauen, aber wenn man das Spiel tatsächlich längerfristig spielen möchte und auch den ganzen Inhalt des Spiels irgendwie sehen möchte, muss man die Destiny Collection mittlerweile kaufen. Wobei handelt es sich um die Destiny Collection? Das ist eine Version von Destiny, in den allen vorangegangenen Add-ons, das sind mittlerweile schon einige, also ich musste überlegen, 1, 2, 3, 4, nee, 3 sind schon raus und ein neues kommt jetzt am 20. September raus, das Erwachen des Einzelnen Lords. Ja, die ersten 3 sind schon damit drin. Das ist natürlich sehr interessant, weil das ein bisschen was mit Guild Wars 2 zu tun hat. Das heißt grundsätzlich, nein, Destiny wird nicht Free-to-Play. Aber die Frage, die sich natürlich viele dahin gestellt haben, ist, wäre es vielleicht gar nicht mal so blöd, dass es Free-to-Play wird. Warum? Einfache Nummer. Es ist ja so, dass Guild Wars 2 diesen Schritt bereits gemacht hat. Guild Wars 2 kam als Buy-to-Play-MMORPG raus und kurz bevor Heart of Thrones rausgekommen ist, ungefähr 3-4 Monate vorher, haben sie gesagt, wisst ihr was, Leute, die Originalversion von Guild Wars 2 wird komplett Free-to-Play. Jeder von euch kann sich das Spiel runterladen und bis zum End-Content ohne Einschränkungen spielen. Wenn ihr aber das neue Add-on spielen möchtet, dann müsst ihr dieses dann kaufen. Das ist natürlich sowieso für Endlevel-Content. Heißt, ihr habt keine Nachteile dadurch, dass ihr das Spiel nicht kauft. Aber ihr könnt immer noch die kostenlose Version spielen, wenn ihr Bock drauf habt. Es gibt sowieso schon einen In-Game-Shop. So hat sich das Spiel von vornherein ja irgendwie monetarisiert, zusätzlich zu den normalen Verkäufen. Und das Ganze war auch sehr fair und kam auch sehr gut bei den Leuten an. Denn wenn man sich die Zahlen von Guild Wars 2 ein bisschen anschaut, hat man gemerkt, die Free-to-Play-Umstellung hat definitiv was gebracht. Wie könnte man das Ganze auf Destiny natürlich rüberbringen? An sich genau das gleiche System. Zum einen, am 20. September kommt ja das neue Add-on raus oder das neue DLC, wie man es auch immer nennen möchte. Das Spiel kurz vorher bis zu diesem Add-on komplett kostenlos anzubieten auf PS4 und Xbox One würde einfach die Wahrscheinlichkeit ziemlich stark erhöhen, dass viele Spieler sich Destiny dann zum ersten Mal anschauen. Dann könnte man genauso wie bei Guild Wars 2 sagen, ihr könnt alles bis dato rausgekommene spielen. Aber wenn ihr das neue Add-on spielen möchtet, dann kauft ihr das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass das vielleicht, also das ist meine Einschätzung, in den kommenden Monaten tatsächlich kommen wird. Viele warten jetzt darauf, dass die Leute sich halt die Collection kaufen und daraufhin das Add-on. Ich persönlich habe ja die Collection aber schon im Dezember gekauft, ihr seht auch ein bisschen Gameplay im Hintergrund, bin aber nicht wirklich dazu gekommen, das Ganze aktiv zu spielen irgendwie, obwohl mir Destiny persönlich wirklich sehr gut gefällt. Aber ich gehe davon aus, dass wir vielleicht Anfang nächsten Jahres, wenn genug Leute sich das neue Add-on gekauft haben, wenn die Collection Edition halt nicht mehr so gekauft wird, dass Bungie vielleicht diesen Schritt mal in Erwägung ziehen könnte. Warum? Es ist ja offiziell bekannt gegeben worden, dass bereits an Destiny 2 gearbeitet wird. Und was gibt es besser, als um das erste Spiel nochmal ein bisschen zu pushen, einen Teil davon Free-to-Play zu machen, um dann halt die Spieler darauf aufmerksam zu machen, heiß zu machen, vielleicht noch 1-2 DLCs rauszubringen, diese dann halt kostenpflichtig zu machen und dann mehr Spieler zu haben, die Destiny 1 gespielt haben, Destiny 1 mochten und dann natürlich sich auf Destiny 2 umso mehr freuen. Das ist natürlich meine Meinung dazu, aber mich interessiert natürlich, wie ist eure Meinung? Wie viele aktive Destiny-Spieler sind aktuell da draußen von meinen Abonnenten, die sagen, ja, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn mehr Spieler wieder reinkommen würden? Wie viele von euch freuen sich auf das Add-on? Ich persönlich muss erstmal die ganzen Add-ons noch nachholen und das wird definitiv lange dauern, dadurch, dass ich jetzt komplett im WoW-Fieber bin.
dass er wahrscheinlich noch ein, zwei Monate sein werde und dann kommt auch schon Dragon Ball Xenoverse 2. Aber ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ein bisschen zwischendurch mal wieder in Destiny reinzuschauen, aber werde wahrscheinlich eher nichts davon hier auf dem Channel zeigen. Auf jeden Fall freue ich mich natürlich wie gewohnt auf eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir gerne alles unten rein, was ihr von diesen Gerüchten haltet, wie eure Meinung dazu wäre, wenn ein Teil von Destiny tatsächlich Free-to-Play werden würde. Ob ihr sagt, da wäre ich für, da wäre ich gegen und schreibt auch gerne, warum das Ganze so ist. Ansonsten hoffe ich natürlich, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao, ich bin da mal raus.